Feucht, fröhlichen guten Tag wünsche ich euch zu einer neuen Serie von unserem Channel. Eine Einzelspielerserie von mir, Willibald, für euch. Ich werde Ender Games spielen und zwar, ich sag mal, durchspielen. Ihr sagt jetzt, man kann Ender Games nicht durchspielen. Das ist eigentlich richtig. Man kann es ja unendlich. Aber ich werde einfach so lange spielen, jedes Kit spielen, bis ich wirklich alle Kits durch habe. Und ja, ich habe keinen YouTuber-Rang oder sonstiges, weil wir noch zu klein sind. Deswegen habe ich natürlich, muss ich mir die einzelnen Sachen erarbeiten. Und ich denke, das wird ganz interessant, wie ich das bewerkstellige. Ich hoffe, ich komme damit ganz gut klar. Ich hoffe, ich blamier mich da nicht völlig. Aber naja, gut. Ich probiere es einfach aus. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Ihr werdet mich schon nicht in der Luft zerreißen, wenn ich da mal den einen oder anderen Fehler mache und den einen oder anderen schlechten getötet werde von einem schlechten oder schlecht spiele. Zwischendurch mal. Ich fange natürlich jetzt hier mit einem Bogenschützen-Kit an. Das ist das allererste. Also ich fange von links nach rechts an und dann halt oben, unten, bla bla. Und probiere halt wirklich jedes Kit aus. Ah, ich habe keine... Bitte. Ja. Scheiße. Was war das denn für ein Kit? Oh, ich hab wenig Leben. Leben. Generier Leben. Plünderkiste, Künderpliste. Oh, Künderpliste. Was? Aber, Alter, mir geht's nicht gut. Oh Gott, mir geht's gar nicht gut. Ich muss flüchten. Ich muss essen. Ich muss flüchten. Ich entferne mich. Oh, Junge, da muss ich echt mal kurz stocken. Aber der hatte ja auch echt bessere Sachen. Ich hatte Glück, dass ich den Bogen hatte. Da hat er wirklich mal das Kit was gebracht. So. Ist mir jetzt egal, was ihr dazu sagt. Ja, okay. So, ich kann mir einen Bogen verzaubern und ich kann mir mein Schwert verzaubern. Aber ich muss erstmal weg. Ich muss einfach ganz klar weg fürs Erste, denn hier sind überall Leute, die mich töten wollen. Und ich will eigentlich gar nicht getötet werden. So. So viel Bullshit habe ich lange nicht mehr geredet. Ja, ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich aufgehalten wurde, als ich von dem Kit, also von dem Projekt gesprochen habe. Auf jeden Fall werde ich das halt so durchgehen und immer mehr Kits muss ich ja dann kaufen. Werde mich da hocharbeiten bis zu den neuen Kits. Und nachher werde ich vielleicht dann noch zufällige Kits machen dann. Oder vielleicht auch... einfach ihr schreibt in die Kommentare, welche Kits ich nehmen soll oder so, oder welche, wie ich ein Kit spielen soll vielleicht auch. Na, das ist eigentlich Schwachsinn, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ihr könnt halt ein bisschen damit beitragen, was ich machen soll, wie ich es machen soll und so weiter und so fort. Einen Helm brauche ich noch. Habe ich genug? Ja. So, ich dachte schon, genau in dem Moment werde ich geportet. Nee, werde ich aber nicht. So. Ich würde gerne einen Verzauberungstisch haben, echt. Sehr gerne. Erstmal teleportiere ich mich hier hoch. So. Und dann da hoch. Oh Gott, da ist ja einer ganz in der Nähe. Aber gut, er geht weg. Er hat ja auch gar nichts gehabt. Kommt er wieder? Ne. Okay, dann kann ich ganz in Ruhe, ganz locker, easy... verzaubern mit Schärfe 1, sehr gut. Und Stärke 1, hoffe ich. Ja, sehr gut. Damit sind wir eigentlich gut equipped und können in Angriff gehen. Damit sind wir echt gut equipped, muss ich sagen. Oh, da ist direkt einer. Hi. Oh. Will ich da hinterher rennen? Ich weiß es nicht.
Ah, komm, das ist mir irgendwie so ein bisschen. Ich verschwende halt. Ja! Alter, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Aber gut, ich hab's geschafft. Da wollte er sich mit mir anlegen, hat er sich aber fa mit dem Falschen angelegt. Da hat er sich echt ein bisschen verschätzt, der Junge. Aber ich wäre auch fast drauf gegangen, muss ich ehrlich zugeben. Habe ich denn? Ich habe nicht mal Eisenrost. Scheiße. Wie viele leben noch? Zwei. Ich und der. Boah, fuck. Trank der Vergiftung. Das ist stark. Das ist ganz stark. Trank der Heilung. Ja. Trank der Heilung. Oh, er ist da oben. Irgendwo. Schneewittchen, Schneewittchen. Lass dein Haar hinunter. Ich will jetzt geportet werden, dann bin ich nämlich über ihn. Hallo. Ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Aber ich habe noch einen Trank der Vergiftung, das ist übel gut. Wenn ich den richtig einsetze, also den sollte ich wirklich aufbewahren, dass ich den gut einsetze. Das wäre. Ja. Sehr gut. Ja, ich hätte zwar nicht mehr den Trank der Vergiftung benutzen müssen, aber habe ich jetzt einfach mal. Das war die erste Folge mit dem Bogenschützen-Kit. Das spielen wir vielleicht nochmal. Ein zweites Mal, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Das ist nur so ein kleines Anfangsvideo, Tutorial-Video. Ich habe euch ein bisschen gesagt, worum es hier geht. Und ich hoffe, ihr habt das alles gut verarbeiten können. Und damit verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Und Entschuldigung für die kurze Folge.